Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute mal ein bisschen anders. Heute werde ich einfach nur mal reden und ihr seht ein bisschen Clips im Hintergrund, weil es gibt, glaube ich, ein bisschen was zu bereden. Aber mehr dazu nach dem Intro. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und wie ihr wisst, ist in der letzten Zeit einiges passiert. Vor allem, wenn ihr bei mir auf dem Discord seid, wisst ihr das, dass sehr viel sich verändert hat. Ich habe in letzter Zeit recht wenig Zeit gehabt, hatte wenig Cutter. Jetzt ist gerade auch wieder Urlaubsphase. Das heißt, wir sind gerade ziemlich unten mit den Videos. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn dafür geht es jetzt deutlich, deutlich besser weiter. Denn wir haben richtig die Zeit genutzt, haben Pläne geschmiedet und verfolgen jetzt ein großes gemeinsames Ziel. Wir werden nämlich mithilfe der Tutorial-Reihen zusammen ein großes Netzwerk aufbauen. Dieses Netzwerk besteht aus einem Teil Minecraft und einem anderen Teil Discord. Eventuell kommt dann noch andere Sachen hinzu, aber fürs erste Mal diese beiden. Das Ganze wird unabhängig von Melion stattfinden und rein meinen YouTube-Channel betreffen. Dieser Server, den wir da errichten, wird allerdings kein groß öffentliches Ding sein, was irgendwann mal live gehen wird und ein riesen Team dahinter stehen hat. Nein, das wird wirklich rein zum Tutorial-Zwecken, damit ihr das Ganze so nachprogrammieren könnt. Was werden wir konkret machen? Ich fange erstmal an mit dem Minecraft-Teil. Für Minecraft werden wir ein Netzwerk mit sehr, sehr vielen Ebenen aufbauen. Das heißt, wir werden ein Bungee Cord bzw. ein Waterfall-Plugin schreiben. Wir werden ein Lobby-System schreiben. Da haben wir ja jetzt gerade schon angefangen. Das ganze Lobby-System schreiben wir in Java. Wir werden ein Cloud-System schreiben für unsere Minigames später. Das Cloud-System schreiben wir zum größten Teil in TypeScript, teilweise aber dann auch in Kotlin oder in Java, je nachdem, was besser passt in unserem Bungee-Plugin oder eben auch im Lobby-System für die Integration dazu, also Schildersysteme und so. Zudem werden wir zu dem Ganzen auch noch Minispiele programmieren. Die werden wir ziemlich sicher in Kotlin programmieren, außer ihr meint, ja, Java gefällt euch aber besser. Einfach weil ich persönlich inzwischen deutlich lieber mit Kotlin programmiere und auch etwas überzeugter bin. Und deswegen finde ich das Ganze in Ordnung. Und ich glaube, es ist auch im Endeffekt für euch einfacher, wenn ihr es einmal geschnallt habt, mit Kotlin zu arbeiten, da ihr deutlich weniger tippen, schreiben, lernen müsst, weil alles deutlich selbsterklärender ist. Es gibt nicht super viele verschiedene Sachen, sondern es gibt eine kleine Auswahl, bisschen wie bei Python. Das müsst ihr können und dann wisst ihr es, dann könnt ihr es einfach. Und genau, das war eigentlich schon so grob und ganz das ganze Minecraft-Zeug. Dann gehen wir rüber zu Discord. Discord machen wir natürlich die Python-Reihe weiter, ganz klar. Da machen wir jetzt gerade den Musikbot, der wird auch weitergeführt. Danach waren geplant noch ein Ticketsystem, ein Levelsystem und so ein bisschen was, was ihr so haben wollt. Eventuell noch ein Währungssystem, alles Mögliche. Zudem werden wir aber auch einen Discord-Server einrichten für unser Minecraft-Netzwerk. Dort wird es eine Reihe geben, wo wir Standardbots einrichten. Ja, das klingt jetzt irgendwie nicht so nach mir, was von anderen Leuten benutzen, aber hey, manchmal ist das echt sinnvoller. Das heißt, wir werden uns beschäftigen mit Bots wie Karl, Dino, Mi6, um verschiedene kleine Dinge einfach mal einzurichten und zu gucken. Gleichzeitig werden wir aber auch unsere eigenen Bots programmieren. Da können wir gucken, dass wir Java bzw. Kotlin wieder machen, das Ganze entweder mit JDA oder mit JavaCord und vielleicht auch Python, wieder dann mit Discord.py. Genau, das war dann so das Ganze rund um Minecraft und Discord. Und dann wird es noch einen großen weiteren Punkt geben, nämlich Meinungsvideos. An sich Coding-Meinungen habe ich schon ein paar aufgenommen, werden in Kürze auch Folgen für euch. Da kommen dann Sachen drin, welche Entwicklungsumgebung man als Programmierer am besten benutzen sollte, beziehungsweise speziell Vergleiche zwischen zum Beispiel Eclipse und IntelliJ oder welche Programmiersprache besser ist, Java, Kotlin, TypeScript, JavaScript, so Zeug, einfach weil es mich persönlich interessiert und ich habe gemerkt, vor allem bei uns im Discord interessiert es auch sehr, sehr viele Leute. Und deswegen würde ich sagen, mache ich da einfach auch ein paar Meinungsvideos zu, wie meine persönliche Meinung darauf ist, meine Sicht und was ich finde, die bessere Zukunft hat, was man wo benutzt, weil teilweise ist es ja nicht das eine ist besser als das andere, sondern das eine ist in der einen Situation besser als das andere. Und da wege ich ein bisschen ab und zeige euch das Ganze und so bauen wir dann das Ganze auf. Ju. Wie ihr schon merkt, das hat sehr, sehr viel auch mit meinem Discord, melion.net zu tun und meinem Minecraft-Netzwerk. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr bis jetzt hierhin zugeschaut habt, dann kommt doch auf jeden Fall mal auf unseren Discord. discord.gg/melion oder discord.melion.net. Ganz easy, Link ist auch nochmal in der Beschreibung unten. Da kriegt ihr immer die allerneuesten News und seid immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Denn
Das ist natürlich das Geilste, wenn ihr dann immer direkt wisst, was ist los. Da könnt ihr auch gerne mit mir quatschen. Ich mache an sich fast jeden Tag morgens eine kleine Morgenrunde, wo ich mit den ganzen Usern quatsche. Es zieht sich dann meistens so bis mittags hin. Und abends mache ich ab und zu noch eine Abendrunde, wo ich auch wieder mit den ganzen Usern quatsche. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einfach mal ein bisschen mit mir zu quatschen, über alles Mögliche zu reden, hauptsächlich Coding-Themen oder auch mal zu zocken, kommt gerne bei uns auf den Discord. Alles drin. Auf unserem Minecraft-Server könnt ihr hingegen richtig coole, innovative Game-Modes finden, die ihr so auf noch keinem anderen Server gesehen habt. Denn Melion steht dafür, dass wir einzigartig sind, unsere eigenen, komplett selbstprogrammierten Systeme benutzen, die es so auf keinem anderen Server gibt. Unter anderem haben wir ein System, mit dem ihr euren eigenen Minecraft-Server erstellen könnt, dort Plugins hochladen könnt, auch eure selbst gecodeten, und das Ganze dann per Serverliste direkt für alle zugänglich machen könnt. Das heißt, ihr habt nicht nur kostenlos einen Minecraft-Server gehostet bei uns, sondern ihr habt gleichzeitig auch noch einen Platz auf der Serverliste, wo ihr gesehen werdet und Spieler von Melion auf eurem Server spielen werden. Und das garantiert. Wenn ihr noch kein Abonnent auf diesem Kanal seid, dann würde ich euch liebend gerne bitten, doch einfach mal ein kleines Abo dazulassen, einen Daumen nach oben zu geben und eventuell die Glocke zu aktivieren. Das würde mir so viel weiterhelfen, damit wir auch das ganze Wissen hier und die ganzen Tutorials an noch mehr Leute bringen können. Denn das ist das, was ich erreichen will, dass so viele Menschen wie möglich das breite Wissen in der Informatik kriegen. Und zwar nicht einfach so dieses langweilige, jetzt programmierst du das, jetzt machst du das, jetzt musst du das benutzen. Nein, spielerisch und leicht und einfach direkt immer kleinere Schritte machen, um so zum Erfolg zu kommen und richtig Spaß am Programmieren zu haben. Weil wer sollte irgendwas machen, was ihm keinen Spaß macht? Völliger Bullshit. Und deswegen machen wir das ganz easy mit Spaß am Lernen. Ja, so schlimm es klingt, das ist an sich Lernen. Und werden so die größten Programmierer überhaupt. Gerne könnt ihr auch, wenn euch der ganze Content gefällt, eine Kanalmitgliedschaft bei mir eingehen. Damit unterstützt ihr mich direkt und gleichzeitig den kompletten Discord und Server. Das ganze Geld geht natürlich auch wieder an euch zurück, durch zum Beispiel Nitro-Verlosung, andere Verlosung. Wir können uns neue Sachen anschaffen. Letztens zum Beispiel haben wir mit einer fetten Community-Spende plus den Geldern aus den YouTube-Videos uns eine riesengroße Forum-Lizenz gekauft, für über 200 Euro. Absolut krank. Aber dafür haben wir jetzt ein richtig geiles Forum. Forum.melion.net. Könnt ihr gerne mal reinschauen und euer Wissen dort mit einfügen. Und ja, ich würde sagen, jetzt labern wir schon wieder viel zu lange rum. Das Video ist an sich zu Ende. Ich strecke jetzt auf jeden Fall noch auf 10 Minuten, damit ich auch mehr Werbung bekomme. Ist ja logisch. Und deswegen sage ich jetzt schon mal tschö. Wir sehen uns. Viel Spaß beim Programmieren. Ciao.